zur Education-Sprechstunde. Mein Name ist Yannick Gonge, ich bin im Microsoft Education Team in der Schweiz auch tätig, wie meine Kollegen auch. Ein wichtiger Hinweis am Anfang: Die Session wird aufgenommen. Falls Sie dies nicht möchten, würden wir Sie bitten, das Meeting zu verlassen. Sie haben auch die Möglichkeit, anonym Fragen zu stellen, sodass Ihr Name oder mit einem Pseudonym Fragen zu stellen, sodass Ihr Name nicht aufgezeichnet wird. Dann zuerst einmal möchten wir Ihnen sagen, dass wir das sehr schätzen, wie Sie sich engagieren in dieser schwierigen Zeit mit Fernunterricht und dass wir für Sie da sind, dass wir als Microsoft Education Team in der Schweiz Sie unterstützen. Wir haben auch ein Team jetzt hier im Hintergrund für diese Sprechstunde, um Ihre Fragen abzuarbeiten. Das als kleiner Hintergrund. Wie es ablaufen wird, diese Session, ist, dass ich zuerst ein bisschen über die Unterstützungsangebote erzähle, die wir für Schulen erarbeitet haben und laufend noch erweitern. Dann wird meine Kollegin Claudia Bolocco mal wie schon erwähnt, ein Referat und eine Demo dazu machen, wie man mit Teams im Fernunterricht startet. Also diverse Möglichkeiten, wie man Teams organisiert, wie man erste Schritte einleitet, etc. Und dann ist dies natürlich eine Frage- und Antwort-Session. Sie können jederzeit Fragen stellen. Wir bitten Sie, dass Sie die Fragen schriftlich über den Chat stellen, also nicht Ihr Mikrofon unmuten in der Präsentation, sondern dass Sie schriftlich die Fragen in den Chat reinstellen. Unser Team im Hintergrund wird dann diese Fragen schon einmal bearbeiten und allenfalls auch Fragen aufnehmen, die wir dann öffentlich beantworten. Vielleicht noch an diesem Punkt noch eine Vorschau auf den 23. April für die nächste Session. Dort wird Katarino Kuromova, Leiterin KZO, weiterhin über das Thema digitaler Unterricht oder Fernunterricht sprechen, Gruppenarbeiten, Lernaufträge etc. Dies vielleicht als kleiner Ausblick. Seitens Unterstützungsangeboten haben wir natürlich nebst der Technologie, die wir für Schulen zur Verfügung stellen, mit Office 365 Education und Microsoft Teams hier im Vordergrund für Kommunikation, Kollaboration, haben wir diverse andere Materialien und Ressourcen. Einerseits sind dies unsere Schulungen und Schulungsmaterialien, die wir zur Verfügung stellen für Lehrpersonen. Dann bieten wir diese Session, die wir jetzt drin sind, diese Q&A-Konferenzen an, jeweils Donnerstag 16:15 Uhr unter dem Link ak.ms/o365-edu-Sprechstunde. Kann man sich hier jeweils unkompliziert einwählen. Dann haben wir diversen Support zur Verfügung, IT und technischen Support. Sie finden eine Auflistung der verschiedenen Support-Kanäle auch auf unserer Covid-Support-Seite, die wir gleich noch erwähnen, die Sie auch schon gesehen haben. Dann bieten wir Möglichkeiten, sich zu vernetzen in diversen Communities und wir bieten die Möglichkeit, günstige Angebote für Surface-Geräte zu realisieren, falls Sie hier nicht genügend Geräte haben, um Fernunterricht zu ermöglichen, dass Sie die trotz Budgetrestriktionen günstig und flexibel finanzieren können. Hier, wie erwähnt, die Hauptseite, auf der wir alle Inhalte konsolidiert aktualisieren, immer ak.ms/covid-support-schulen. Da werden wirklich die Inhalte laufend erweitert und das soll für Sie wirklich so der zentrale Einstiegspunkt sein, um sich durch die ganzen Inhalte zu navigieren. Abschließend noch einmal zusammenfassend, wie Sie informiert bleiben.
Die Covid-Support-Seite habe ich jetzt schon erwähnt. Zusätzlich bieten wir noch einen Newsletter an über die Innovative Schools-Webseite, da auch jetzt über die Covid-Thematik hinweg werden wir dort immer wieder Inhalte streuen. Oder dann die LinkedIn-Community Digitalisieren an Schweizer Schulen, aka.ms/ch-community, was sich gerne anmelden können. Unterstützung kriegen Sie einerseits, wenn Sie uns per E-Mail, können Sie uns per E-Mail erreichen, diese chedueas@microsoft.com E-Mail-Adresse können Sie nutzen und Sie werden dann jeweils geholfen, je nachdem, was Ihr Anliegen ist, ob Sie beispielsweise einen IT-Partner suchen oder ob Sie diverse Fragen haben, wo wir Ihnen auch sonst weiterhelfen können, nebst den ganzen Supportgefäßen, der technischen Hotline und den anderen Supportgefäßen, die Sie auf der Covid-Support-Seite aufgelistet sehen. Und mit dem würde ich dann an Claudia Blocco übergeben und mein Sharing hier beenden. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Dann würde ich hier jetzt übernehmen. Und zwar möchte ich damit beginnen, Ihnen wirklich von Anfang an zu erklären, was Teams eigentlich ist. Und das mache ich jetzt am Anfang anhand einer PowerPoint-Präsentation. Da haben wir es am aufgeräumtesten. Also, das erste Mal vielleicht, Teams können Sie auf verschiedene Arten genießen, also einerseits im Teams Client, andererseits im Webbrowser und auch auf dem Mobiltelefon. Und es sieht eigentlich überall sozusagen gleich aus, natürlich auf dem Mobiltelefon nicht. Das ist also hier eine typische Abbildung eines ganzen Microsoft Teams. Und wir haben dies jetzt unterteilt in verschiedene Bereiche. Das links, was umrahmt ist, möchte ich einmal den persönlichen Bereich nennen. Warum persönlich? Darum persönlich, weil das für mich zum Beispiel als Claudia Balocco oder als Lehrerin Claudia in dem Beispiel, das wir später sehen werden, dies anders aussieht als für jemand anderen. Ich habe meine individuellen Teams, Sie haben die Ihren. Innerhalb dieses persönlichen Bereiches haben wir eine App-Bar, auf die wir später nochmal zurückkommen werden. Diese App-Bar ist auch abhängig davon, was für Funktionen und was für Apps Ihnen Ihre IT in Ihrem Office 365 Tenant und ganz spezifisch innerhalb von Teams überhaupt anbietet. Das ist nicht unbedingt bei allen ganz genau gleich, dass Sie das Gleiche sehen wie hier. Der andere Bereich, den können Sie so ein bisschen ansehen, wie wenn das eine Navigation, also ein Menü ist für das, was nachher in der Mitte erscheint. Dann haben wir einen gemeinsamen Bereich und der setzt sich auch aus verschiedenen Elementen zusammen. Also wir sehen hier, wir befinden uns jetzt im Team Klasse S7C und zwar im Kanal Allgemein. Das findet auch in der Navigation, also in dem Menü auf der linken Seite eine Entsprechung. Das heißt, dort ist es grau hinterlegt, Klasse S7C und auch, dass ich mich im allgemeinen Kanal befinde. Das heißt, wir haben die Orientierung hier auf zwei Ebenen, damit wir immer wissen, wo wir uns jetzt befinden. Darunter haben wir gewisse Register. Und zwar ist es so, dass in gewissen Typen von Teams immer die gleichen Menüpunkte standardmäßig vorhanden sind. Das sind einerseits Unterhaltungen, Dateien und im Falle von einem Team vom Typus Kurs, also von einem Kurs- oder Klassenteam, haben wir auch das OneNote-Kursnotizbuch sowie die Aufgabenfunktion und allenfalls die Notenfunktion. Dann haben wir den Arbeitsbereich. Das ist der große Bereich, den wir in der Mitte sehen. Hier haben wir jetzt hier die Unterhaltung eingeblendet dazu, aber wir haben auch die anderen Elemente dazu. Jetzt, welche Funktionen hat Microsoft Teams?
grundsätzlich zur Verfügung. Das ist eben das, was wir hier in der App-Bar sehen. Zu oberst haben wir so eine kleine Glocke. Und das ist die Aktivität-Funktion. Die ist sehr praktisch, wenn ich drauf drücken möchte und sehen möchte, was läuft, was ist gelaufen, seit ich das letzte Mal bei Microsoft Teams drin gewesen bin. Was ist also in verschiedenen Teams oder in verschiedenen Chats passiert. Zweitens haben wir den Chat. Das können wir nachher auch anschauen. Das ist ein individueller Chat, so zu vergleichen mit WhatsApp. Man kann das auch Gruppen machen, das können auch mehrere Personen sein, ist aber nicht das gleiche wie ein Team, ein Teams-Team. Ein Team ist wirklich eine organisatorische Einheit, wo wir dann verschiedene, noch mehr Kommunikations- und Zusammenarbeitsmöglichkeiten haben. Wir haben die Aufgabenfunktion innerhalb von Teams und mit dieser Aufgabenfunktion, die nur Bildungskunden haben, haben wir auch eine gewisse Learning-Management-Funktionalitäten, ohne aber dass Teams den Anspruch hat, hier wirklich ein umfassendes Learning-Management-System zu haben. Der Kalender steht dann zur Verfügung und nur dann zur Verfügung, wenn man auch eben den Exchange Online Funktion von Office 365 nutzt. Sonst sehen Sie den allenfalls nicht. Anrufe, das ist auch abhängig von den Einstellungen. Und dann haben Sie hier noch auch den Direktzugriff auf die zuletzt verwendeten Dateien. Das geht über verschiedene Teams hinweg und kann auch ganz praktisch sein, wenn man wieder so ein Dokument sucht. Und über die drei Punkte kann ich auch auf weitere Apps, auch wieder abhängig davon, was der IT-Administrator zur Verfügung stellt, aufrufen. Wir werden uns nachher auch ansehen, wie es ist, wenn wir ein Klassenteam, wenn wir ein Team erstellen und verwalten. Ein paar erste Schritte hier. Unser wichtigster Freund sind die drei Punkte bei einem Team, weil über diese Funktion finden wir eigentlich das Wichtigste, was wir suchen. Mitglieder hinzufügen, Team verwalten, das werden wir uns alles nachher auch ansehen. Also auch, wie wir das Design verändern können, ein Teambild hinzufügen. Bevor ich jetzt gleich in die Live-Demo übergehe, möchte ich gerne in einen Punkt noch erwähnen. Und zwar, wenn es um das Chatverhalten der Schülerinnen und Schüler geht, die ja nicht immer nur das reinschreiben in jetzt so einen Chat, der oder in einem Team, so wie es eigentlich sein soll. Also jetzt sehen wir hier diese Chrissy, die sagt, diese Aufgabe bringt es wirklich nicht. Und als Lehrperson haben Sie die Möglichkeit, das auch Nachricht zu löschen. Sie können auch eine Person stumm schalten, sollten dann aber nicht vergessen, diese Person auch wieder zu unmuten, also die Stummschaltung aufzuheben, weil sonst kann sie wirklich nicht mehr in Teams chatten, für so lange sie stumm geschaltet ist. Das war eigentlich das, was ich Ihnen hier in dieser Sicht so einmal zeigen wollte. Und jetzt möchte ich gerne übergehen in eine Live-Umgebung. Und Sie sehen schon hier, ich befinde mich jetzt in Teams, in einem Klassenteam, das nennt sich Klasse 1AB Balocco. Und ich habe hier auch eine gewisse Struktur angelegt. In diesem Team, wir haben ein Team vom Typus Klassenteam, habe ich gesagt, die drei Punkte sind unser bester Freund. Und das schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Was habe ich hier für Möglichkeiten? Ich kann von hier aus auch direkt Mitglieder und Kanäle hinzufügen. Team verlassen würde ich jetzt nicht empfehlen, Team bearbeiten. Aber vieles von dem, was wir hier haben, finden wir eigentlich unter Team verwalten auch. Zuerst einmal sehe ich, wer ist alles jetzt im Moment in dem Team und zwar in welcher Rolle. Wichtig ist, dass Sie hier zum Beispiel alle Personen hinzufügen,
die in Ihr Team hinein sollen. Und beachten Sie bitte, dass Sie hier oben zwischen Kursteilnehmern, also den Schülern und Studierenden unterscheiden. Wenn Sie anfangen zu tippen, dann bekommen Sie hier eben schon die Liste der Schülerinnen und Schüler, der Personen. Aber wichtig ist auch, dass Sie trotzdem, wenn Sie diese hinzugefügt haben, die Rolle vor allem bei den Lehrpersonen nicht ändern. Also machen Sie nicht andere Lehrpersonen zu Mitgliedern, weil Sie denken, ja, die Co-Lehrperson oder die Fachlehrerin, die muss ja nicht die gleichen Rechte haben wie ich. Weil wenn es dann zum OneNote-Kursnotizbuch kommt, das wir heute nicht im Detail, also nicht anschauen werden, aber wenn es dazu kommt, sind alle Personen, die eben die Mitgliedrolle haben, werden dort wie Schüler behandelt und bekommen dann eben auch einen Schülerabschnitt. Sie sehen schon, hier gibt es dann eben auch schon Unterschiede. Die Schülerinnen und Schüler, also die Besitzer können mehr als die einfachen Mitglieder von Kanälen. Und über diese Funktion hier können wir auch Mitglieder hinzufügen. Bei den Einstellungen ist etwas sicherlich ganz nett. Sie sehen hier, ich habe bei meinem Klassenteam habe ich jetzt ein Bild, ein Hintergrundbild des hochgestuhlten Schulzimmers. Da können wir hier unter Design ändern, entweder eines der vorgefertigten Templates oder eben auch ein individuelles Bild hochladen, so wie ich es gemacht habe. Schauen Sie sich doch auch hier in den Einstellungen um. Hier ist es sicherlich auch wichtig, dass Sie hier bei den Mitgliederberechtigungen eben zum Beispiel diese Häkchen rausnehmen, also dass die Schülerinnen und Schüler Kanäle löschen können oder Apps hinzufügen und so weiter. Hingegen würde ich Ihnen eigentlich die Möglichkeit geben, Ihre Nachrichten zu löschen. Wir wissen alle, wie schnell es passiert ist, dass eine Nachricht geschrieben ist oder man hat einen Fehler. Und auch oder allenfalls eben auch die Nachrichten zu bearbeiten. Das würde ich hier auch machen. Jetzt die Gastberechtigungen sind auch abhängig davon, was die IT macht. Und Ad-Erwähnungen, hier gibt es auch verschiedene Varianten, die jetzt vielleicht im Moment weniger wichtig sind für uns. Bei den Apps sehen wir auch, was für Apps da grundsätzlich zur Verfügung stehen. Auch hier ist es abhängig, was gemacht, was Ihnen zur Verfügung steht. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt sind die Kanäle. Und die Kanäle, das sind diese Registerkarten, die ich jetzt hier auf der linken Seite habe. Grundsätzlich ist es so, wenn Sie ein neues Team eröffnen, dann haben Sie den Kanal allgemein mit den genannten Beiträgen, Dateien, Kursnotizbuch, Aufgaben, Noten. Dieses Erkenntnis-Tab habe ich hinzugefügt. Das ist eine App, die man hier bei den Apps und weitere Apps suchen kann, wenn man ein bisschen Inputs haben möchte über die Nutzung jetzt von diesem Team. Das ist aber etwas, was dann nur die Teambesitzer sehen, also diese Erkenntnisse hier oben. Dies ist also hier jetzt unser allgemein Klassenchat und das sieht hier leer aus. Ich blende jetzt hier in ein anderes Team ein, das wir sehen. Das Wichtigste an Microsoft Teams ist sicherlich, dass es eine Unterhaltung ist, die fortlaufend ist. Sie sehen hier die Daten, also mit diesem Team haben wir im Jahr 2017 begonnen und die Chat, die Unterhaltung ist immer noch da. Wenn wir nur einen Kanal hätten in Teams, dann würde dieser sehr schnell unübersichtlich werden. Deswegen empfehle ich Ihnen sehr, dass Sie mit Kanälen arbeiten würden. Gut. Und dass Sie mit Kanälen arbeiten und da dies alphabetisch per Default ist,
würde ich Ihnen zum Beispiel empfehlen, jetzt in diesem Fall, wo wir ein Klassenteam haben, zum Beispiel wie es an der Primarschule sein könnte, wo man ein Team pro Klasse hat und alle Fächer dann als einen unterschiedlichen Kanal. Und die habe ich jetzt hier mit Zahlen nummeriert, damit ich da eine gewisse Ordnung reinkriege und damit die Fächer zu oberst ist. Also 01 Mathe, 04 Natur und Technik und so weiter. Dann sehen wir auch noch, hier sehen wir Kanäle, die so ein Schloss haben. Das bedeutet, dass das jetzt ein Kanal ist, der privat ist. In diesem Kanal haben nur bestimmte Personen Zugriff. Jetzt in diesem Fall habe ich hier einen Chat eingerichtet für Heidi. Und das, weswegen habe ich jetzt das gemacht? Im Normalfall würde ich das jetzt nicht machen über diese Kanalfunktion, sondern ich würde hier oben 1:1 mit Heidi oder mit jemandem sprechen. Ich würde also hier mit Heidi sprechen. Jetzt kann es aber sein, dass Ihre Organisation den Chat-Möglichkeit nicht hat. Dann wäre es ein Workaround quasi, dass man das so hat. Plus, es kann auch sein, dass man vielleicht jüngere Schülerinnen und Schüler haben, die vielleicht ein bisschen verwirrt sind. Dann behalten wir sie doch einfach alle im Team und haben hier einen privaten Kanal. Ein weiterer Grund könnte sein, dass wir sagen, jetzt gerade in den Zeiten des Fernunterrichts, der jetzt ja bald gelockert werden soll, möchten wir alles beieinander haben, möchten wir auch einen Kommunikationskanal mit den Eltern haben. Dann könnten wir zum Beispiel diesen privaten Kanal auch dazu nutzen, zum Beispiel periodisch einmal eine Unterhaltung mit den Eltern zu starten. Auch das ist aber nichts, was wir nicht auch über die Chat-Funktion machen könnten. Auf jeden Fall sehen wir hier die Möglichkeit, eben einen privaten Kanal hinzuzufügen. Und ich zeige Ihnen gerne, wie das geht. Hier, wenn ich sage Kanal erstellen, dann müsste ich hier auswählen privat. Und dann würde ich, mit dem Demo-Account jetzt hier aus dem Teams-Meeting raus, weil da war ich aus Sicherheitsgründen noch dazu. Genau, ich mache das jetzt nicht. Und dann würde, sobald ich da privat gewählt habe und dann weiter und einen Titel, Test und so weiter, dann kann ich jetzt aussuchen, wer ist hier dazu und zwar in welcher Rolle auch wieder. Wen nehme ich hier dazu? Genau. Jetzt haben wir einen weiteren Kanal erstellt. Sie sehen hier weitere drei Gruppen, drei Kanäle. Das eine ist, dass wir hier, ich glaube, ich muss mal kurz in die Benachrichtigungen rein. Okay, das finde ich jetzt gerade nicht. Gut. Lassen wir das. Wir haben jetzt hier auch, sehen Sie, das ist, hier ist etwas fett. Wenn etwas fett ist, dann bedeutet das, dass in diesem Kanal etwas gelaufen ist, irgendeine Benachrichtigung oder etwas geschehen ist, was ich als Lehrerin Claudia noch nicht gesehen habe. Ich gehe jetzt mal gucken und sehe, dass das überall die gleiche Nachricht ist. Was ist das für eine Nachricht? Ich habe jetzt hier eine Nachricht erstellt. Und zwar habe ich die von diesem Kanal erstellt. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Trick. Dieser Kanal ist ein Kanal, in dem nur Lehrpersonen posten können. Also nur Menschen mit der Rolle Besitzer posten können. Das heißt, wie habe ich das gemacht? Ich habe auch wieder einen Kanal hinzugefügt gehabt und dann habe ich gesagt, das ist ein moderierter Kanal. Ich muss das vielleicht an einem anderen Ort zeigen, wenn ich diesen Kanal verwalte. Ich weiß nie, ob das bei Verwalten oder bei Bearbeiten ist.
der Demo-Effekt, ich finde es jetzt gerade nicht. Gut, auf jeden Fall habe ich hier einen Kanal erstellt, bei dem ich beim Erstellen eingegeben habe, dass es ein moderierter Kanal ist und dass die Schülerinnen und Schüler hier nicht antworten können. Warum habe ich das gesagt? Ich habe Ihnen auch gesagt vorhin, wenn in diesen Chats kann sehr viel passieren. Und wenn ich als Lehrperson Sachen habe, die wichtig sind, die ich ganz klar kommunizieren möchte, dann habe ich hier eine Möglichkeit, dass ich diesen Kanal wirklich hier gepinnt habe. Er ist zu oberst und da habe ich auch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Was ich jetzt aber hier gemacht hatte, bei diesem originalen, bei diesem Post, ich hatte dies in mehrere Kanäle gleichzeitig gepostet und ich zeige Ihnen jetzt gerne, wie das geht. Wir sehen nämlich hier unten auch die Möglichkeiten, die uns Teams zur Verfügung stellt. Einerseits haben wir die Möglichkeit, dass wir Dokumente anfügen. Und diese Dokumente, die hier angefügt werden in einem Kanal, die können auch dann gemeinsam bearbeitet werden. Sie können also zuletzt verwendete Sachen, die Sie in einem anderen Team oder Kanal verwendet haben, aus dem OneDrive dem OneDrive for Business auch etwas aussuchen oder einfach vom Computer hochladen. Das zeige ich jetzt nicht. Sondern ich gehe jetzt hier auf dieses A, weil wenn ich einfach dieses Unterhaltungsfenster mache, dann kann ich sagen, könnte ich zum Beispiel sagen, morgen Prüfung. Aber das ist etwas, was gerne übersehen wird. Deswegen habe ich hier noch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, um etwas ein gewisses Gewicht zu geben. Ich kann hier oben also einen Betreff machen. Ich habe hier Gestaltungselemente und ich kann dann hier auch einen Text schreiben, ich kann Links einfügen und so weiter, Auflistungen machen. Und das kann ich jetzt einerseits als eine normale Unterhaltung machen oder aber auch, wenn es ganz wichtig ist, eine Ankündigung daraus machen. Dann hat sie wirklich so ein Gewicht wie die anderen Sachen, die wir weiter oben gesehen haben. Und dann habe ich eben hier auch die Möglichkeit, etwas in verschiedenen Kanälen zu posten. Also beispielsweise als Klassenlehrperson kann ich vielleicht eine wichtige Besprechung in einem Fach oder so kann ich einerseits hier unter Mitteilungen posten und dann aber auch in den Fachkanal, zum Beispiel jetzt in diesem Fall Mathematik, kann ich das Matheprüfung nicht vergessen um 9. Könnte ich das jetzt so aussuchen und könnte das verschicken und dann würde es eben gleichzeitig auch in den Mathematikkanal. Und Sie sehen hier rechts, es ist eine Ankündigung. Gut. Was auch wichtig ist zu wissen, ist, dass Sie hier auch weitere Möglichkeiten haben, um auf die Teilnehmerinnen und Mitglieder von Ihrem Team aufmerksam zu machen als etwas, weil normalerweise ist es in Teams eine hohe Schuld. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch jemanden direkt anschreiben. Also ich kann jetzt die Lehrerin Melanie, indem ich einfach @ schreibe und dann gibt es mir einen Vorschlag. Und wenn ich jetzt sage @ Max oder so M, dann kommt alles, was ein M hat, wird mir jetzt vorgeschlagen. Und Sie sehen schon, das sind nicht nur Personen, sondern das können auch Kanäle oder auch ein ganzes Team sein. Also ich kann auch hier, also die ganze Klasse 1a benachrichtigen. Und was würde hier passieren, wenn ich das mache? Wenn ich das mache, dann würden alle Mitglieder eben so eine Hervorhebung sehen in dem Kanal, der dann betroffen ist, würden sie ein kleines Zeichen daneben sehen. Und da haben Sie dann die Möglichkeit, also sehen Sie dann gleich, da ist etwas gelaufen. Sie würden es auch in den Aktivitäten dann sehen, dass da sich etwas verändert hat und dass Sie da vielleicht nachsehen müssten und dass es vielleicht etwas ist, was Sie betrifft.
Noch ein ganz kurzes, ein ganz kurzer Hinweis noch auf die Dateiablage. Im Hintergrund von Microsoft Teams steht eine SharePoint-Dokumentenablage. Das müssen Sie jetzt nicht unbedingt wissen, aber Sie haben hier also auch die Möglichkeit, das in einem außerhalb von Teams noch einmal separat zu öffnen. Diejenigen von Ihnen, die SharePoint kennen, die werden das dann wiedererkennen, dass wir hier eine Dokumentenbibliothek da dahinter haben. Was wichtig ist, ist jeder Kanal, den Sie eröffnen, eröffnet auch eine, hat ja auch einen, einen Bereich mit Dateien, und diese Dateien haben auch die Möglichkeit, also die sind auch, dann haben einen Ordner hinterlegt. Also hinter, wenn hier Dateien hochgeladen werden bei den Beiträgen, dann erscheinen sie, also wenn ich hier jetzt ein Dokument anfügen würde, dann würden sie in Mathematik unter Dateien direkt zugänglich sein, und wir hätten sie im SharePoint dann unter dem Dokument, werden sie eben technisch unter dem Ordner 01 Mathematik abgelegt. Was aber wichtig zu verstehen oder zu wissen ist, dass das alles Dokumente sind, wo grundsätzlich, wenn Sie das nicht anders, nicht verändern, gemeinsam bearbeitet werden kann. Mit allem Unfug, das den Schülerinnen und Schülern vielleicht auch machen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie im allgemeinen Ordner und nur von dort Zugriff haben auf den Ordner Kursmaterialien. Und der Ordner Kursmaterialien ist ein Ordner, wo lediglich Lehrpersonen, sprich Menschen mit der Rolle Besitzer in diesem Team, Schreibrechte haben. Also die Schülerinnen und Schüler können jetzt auf Dokumente, die hier in Mathematik abgelegt sind, zwar können sie sich ein Dokument holen gehen, aber sie können das nicht verändern. Genau. Und das ist wichtig zu verstehen. Der ist auch separat abgelegt. Dann möchte ich gerne jetzt auf das Thema Audio- und Videokonferenzen übergehen. Und zwar, das, was wir ja jetzt machen, ist ein Teams-Meeting, ist ein Teams, eine Teams-Meeting-Funktion. Wenn ich die Kalenderfunktion zur Verfügung habe, und wir haben anfangs ja gesagt, dass das davon abhängig ist, ob jemand auch Exchange Online hat, dann kann ich hier aus Teams heraus, ich könnte das aber eben auch einfach aus Outlook heraus, eine neue Datei, einen neuen Kalendereintrag, eine neue Besprechung planen. Und da kann ich also zum Beispiel jetzt hier eine Klassenstunde für morgen früh planen, sagen wir am 17. Seien wir human, 9, ein Klassen-Check-In, können sogar sagen, das wiederholt sich. Und bitte um 9 in die Klassenstunde reinschauen. Gut. Und jetzt kann ich das, entweder könnte ich hier eine Besprechung mit einer Person, eine Auswahl von Personen, indem ich hier einfach etwas anfange zu tippen. Aber was ich jetzt hier sinnvoll finden würde, ist, dass ich jetzt gerade einen Kanal, also alle Personen einlade und vielleicht eben sogar innerhalb von meiner Klasse. Jetzt soll das Mathematik betreffen. Deswegen lade ich das jetzt hier ein und in den Mathematikkanal. Und dann erhalten, dass alle Schülerinnen und Schüler sehen das in ihrem Kalender auch. Und die Besprechung findet dann morgen statt. Einerseits könnten dann die Schülerinnen und Schüler in den Kalender gehen. Sie haben hier gesehen, ich gehe nochmal zurück, dass wir hier auch wiederkehrende Termine haben, wo, wenn jetzt einer anstehen würde, man direkt dann aus dem Kalender beitreten könnte. Aber man kann dann eben morgen auch hier in Mathematik reingehen. Wir sehen hier schon diesen Termin, und morgen wird man hier einfach live
beitreten können. Und wie das aussieht, das habe ich ja hier gepostet. Das ist dann so, dass es so ein Pop-up gibt in dieser Art. Und die Schülerinnen und Schüler können dann auf Teilnehmen drücken und dann sind sie in dieser Videokonferenz drin. Das heißt Video. Wir machen jetzt ja auch eine Videokonferenz. Wir müssen aber auch nicht unbedingt den Bildschirm teilen. Ich rate sogar im Moment eher davon ab, da die Internetverbindung jedenfalls bei mir zu Hause nicht immer sehr, sehr gut läuft. Man kann also auch nur einfach Audio machen, wenn man möchte. Dann haben wir aber auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar jetzt auch gerade für die, einerseits für Spontantreffen, sagen wir mal, Heidi hat mir hier geschrieben, sie braucht meine Unterstützung und wir chatten miteinander, sollen wir uns jetzt kurz absprechen, und wenn sie online ist, dann kann ich eigentlich mit diesem Knopf hier unten eine Sofortbesprechung starten. Das heißt, jetzt würde gleich bei ihr so ein Pop-up-Fenster kommen. Sie könnte dort draufdrücken und sie würde dann hier die Möglichkeit haben, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen, zu sprechen, vielleicht den Bildschirm zu teilen und so weiter. Bildschirm teilen, ein wichtiges Stichwort. Und das möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Also das Wichtige war vor allem auch jetzt, wenn Sie Exchange Online nicht haben, können Sie dennoch einfach in diesen Kanälen Sofortbesprechungen teilen. Das heißt, Sie können einfach zum Beispiel eine Mail schreiben und sagen, 9 Uhr im Mathematikkanal, alle gehen dorthin, und sobald Sie oder jemand anders, falls das zugelassen ist, eine Besprechung gestartet haben, hier via diese Jetzt-Besprechen-Funktion, dann sehen die anderen Teilnehmer, wenn sie hier hingehen, diesen Knopf und können einfach da beitreten. Ich wollte noch ganz kurz erklären, was das mit diesen drei Kanälen, die ich hier habe, diese Gruppenkanälen zur Verfügung hat. Das ist etwas, was uns vielleicht auch die Fernunterrichtszeit gelehrt hat, eine kreative Möglichkeit, wie Sie auch in Zeiten von Fernunterricht Gruppenarbeit machen können. Ich habe jetzt nämlich hier in meiner Klasse einfach drei Gruppen eingerichtet und die sind nicht persönlich, das sind öffentliche Kanäle, die haben einfach unterschiedliche Namen. Und wenn ich jetzt das zum Beispiel so mache, dass ich morgen früh in Mathematik dann einfach eine Einführung, kurze Einführung mache, ich führe ein neues Thema ein, indem ich meinen Bildschirm teile, das zeige ich Ihnen nachher, wie. Und nachher haben wir einfach eine bestimmte Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler in Gruppen eine Aufgabe, so etwas lösen sollen. Dann kann ich das einfach aufteilen, sage Schüler 1, 2, 3, ihr geht in den Kanalgruppe 1, die anderen gehen in den Kanalgruppe 2 und die dritten gehen in Kanalgruppe 3. Und sie können unabhängig davon von unterschiedliche Videokonferenzen führen, können sich in diesem Kanal auch also quasi fast so, wie wenn Sie eine Gruppenarbeit machen würden, können Sie sich unterhalten. Und als Lehrperson kann ich fast so, wie wenn ich von einem Tisch zum anderen gehe, von einer Gruppe in die andere gehen und dann einfach quasi auf Teilnehmen drücken, wenn ich mal schauen möchte, was in der Gruppe 2 so gerade, was Sie gerade am Diskutieren sind, ob Sie auch wirklich am Arbeiten sind und so weiter. Und Sie könnten sogar auch Sie könnten mich sogar als Lehrerin hinzufügen oder mich quasi rufen über eine Funktion, die ich Ihnen gerne jetzt gleich noch zeige. Und damit würde ich gerne einfach noch ganz schnell in die grundlegenden Einstellungen gehen und dazu gehe ich jetzt quasi wieder auf meinen eigenen Teams-Desktop. Das heißt, ich zeige jetzt nicht mehr, ich teile jetzt nicht mehr den Webbrowser mit Ihnen, sondern ich teile jetzt eigentlich den Bildschirm, den Hintergrundbildschirm. Eben für diejenigen von Ihnen, die das noch nicht kennen, ich habe jetzt meinen Bildschirm geteilt, indem ich diesen kleinen Knopf, den wir hier haben, der sieht natürlich ein bisschen anders aus bei Ihnen, beziehungsweise Sie können das als Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt gar nicht direkt, Sie müssten das anfordern bei uns. Aber dann habe ich die Möglichkeit gehabt, einfach meinen Desktop auszusuchen
Und dann damit kann ich, egal worauf ich klicke, wenn ich jetzt auf WhatsApp klicken würde, dann würden Sie dann das WhatsApp sehen. Da habe ich also die Möglichkeit, eben beispielsweise ein OneNote-Notizbuch, wo ich dann mit dem Stift, eine Whiteboard-App, ein Word-Dokument, eine PowerPoint-Präsentation oder eben einfach Video zu teilen. Jetzt, ich habe hier, hatte ich Video ausgestellt, jetzt stelle ich es kurz an, dann sehen Sie mich auch noch. Und Sie sehen jetzt hier auch, ich habe die Möglichkeit, wenn ich hier so sitze, sage, oh, hinter mir ist aber nicht so gut aufgeräumt, dann habe ich die Möglichkeit, hier auch noch gewisse Hintergrundeffekte. Das ist nicht bei allen Panels schon eingestellt. Ich kann beispielsweise auswählen, das haben die meisten schon, dass man einfach, dass es so ausgegraut ist. Neu hinzu kommt auch noch die Möglichkeit, dass wir vordefinierte Bilder haben. Bei den Edu-Tenants haben sie offensichtlich auch noch, sie haben auch noch ein paar spaßige neue Sachen gemacht. Und in Kürze werden sie auch individuelle Hintergründe hochladen können. Ich habe das hier jetzt schon, diese Möglichkeit. Und damit sehen Sie auch schon, dass ich jetzt quasi so wie eine, quasi als Lehrperson könnte ich jetzt eine Foto machen vom Schulzimmer und einfach gibt dann ein bisschen das Feeling, als ob ich hier im Schulzimmer sitzen würde. Ich stelle hier wieder ab und zeige Ihnen hier noch ein paar Hintergründe. Was sicherlich ganz wichtig ist, sind die Geräteeinstellungen. Da können Sie eben beispielsweise Kopfhörer, die Sie angeschlossen haben, ändern. Und was auch ganz wichtig ist, ist beispielsweise, sollten Sie noch über ein Exemplar einer alten externen Webcam verfügen, dann könnten Sie diese zum Beispiel auch über USB anschließen an Ihren Computer und dann hier aussuchen und dann zum Beispiel als Visualizer verwenden. Das wäre auch noch eine ganz nette Möglichkeit. Sicherlich wichtig sind eben auch die Möglichkeiten, die Sie haben hier in diesem Besprechungschat einerseits und sich hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzeigen zu lassen. Und da ist es jetzt, möchte ich Ihnen nur noch schnell diesen Punkt zeigen, nämlich alle Teilnehmer stumm zu schalten auf einmal. Allerdings ist es so, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann ja selber quasi auf dieses kleine Mikrofon hier drücken können und dann hört man sie auch, genau. Und dann müssten sie halt allenfalls dann nochmal drauf drücken. Und was sicherlich auch noch interessant ist, Sie sehen hier, wir haben unterschiedliche Rollen. Also wir haben hier diejenigen, die bei Ihnen, wir haben Sie auf die Rolle Teilnehmer gesetzt. Ich kann Ihnen das kurz zeigen, wenn ich jetzt meinen Kollegen hier, wenn er zum Beispiel einfach zu sehr stört, also per Default ist es so heute in Teams, dass dass alle als Referenten sind, weil man eigentlich davon ausgeht, es ist kollaborativ, aber im Schulumfeld möchten wir vielleicht, und ja, es hat sich auch gezeigt, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler immer die Bravsten sind, da möchten wir sie vielleicht auch von Anfang an auf den Teilnehmerstatus setzen. Das könnten wir, wenn wir den Termin via die Kalenderfunktion, die ich vorhin gezeigt habe, haben wir dort Besprechungsoptionen, können wir alle anderen zu Teilnehmern machen und sonst können wir das manuell machen. Wir können sogar einen Teilnehmer entfernen. Wenn die Schülerinnen und Schüler den Status Teilnehmer haben, hat das auch den Vorteil, dass sie nicht noch andere Personen rausschmeißen können. Und ich habe vorhin, und das ist dann das Letzte, last but not least, habe ich noch gesagt, wenn jetzt unsere Schülerinnen und Schüler in einer Videobesprechung wären, in einem Gruppenkanal und sie möchten uns einladen, dann können sie hier einfach reintippen und uns dann quasi einfach anrufen und so würde jetzt die Laura wird jetzt wahrscheinlich, Sie sehen schon, angerufen und wird jetzt überrascht sein, dass wir sie jetzt quasi anrufen aus unserer Besprechung hinaus und mal sehen, ob das klappt oder nicht. Sie ist vielleicht auch in einer anderen Sitzung, aber so kann man auch Personen dazu einladen, die man jetzt in einer Besprechung braucht. Ich möchte noch kurz erwähnen, Sie sehen hier, dass 4
dass wir vier Personen hier sehen. Es wurde gerade angekündigt, dass wir jetzt in Kürze 9 Personen sehen können in Teams. Also das heißt, in Teams-Besprechungen werden Sie 9 Bildschirme sehen können. Wenn Sie jemanden, zum Beispiel den Philu Janik, immer so ein bisschen im Bild haben möchten, können Sie auch gewisse Personen anheften hier. Das kann sicherlich auch noch praktisch sein. Aber das ist eine der verschiedenen Funktionen, an denen Microsoft im Moment gerade mit Hochdruck am Arbeiten ist. Gut, das wäre das, was ich im Hintergrund so ein bisschen zeigen wollte. Und ich denke, ich höre auf, meinen Bildschirm zu teilen. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt alle die Mikrofone aufmachen. Und ich würde Sie einladen, dass Sie jetzt Ihre Fragen, die vielleicht übrig geblieben sind, auch noch mündlich stellen oder dass Janik oder André zusammenfasst, was man vielleicht noch zeigen könnte oder sollte. Gerne. Vielleicht an der Stelle, während Sie da sich noch überlegen, welche Fragen das Sie noch haben, vielleicht zwei Fragen, die im Chat gestellt wurden, die allenfalls für die Allgemeinheit hier wirklich von Interesse ist. Das eine wurde schon ein bisschen getoucht, Struktur der Navigation oder Struktur der Teams. Gibt es hier, was sind so die Vor- und Nachteile, wie man die Klassen anlegt, Klasse als Team oder für die einzelnen Klassen jeweils ein Team oder die Klassen oder die Fächer als Channels? Gibt es da Best Practices oder ist das wirklich sehr individuell? Es ist einerseits sicherlich individuell, aber ich würde schon eigentlich empfehlen, also im Normalfall empfiehlt man eigentlich ein Team, jedenfalls sage ich mal ab der Oberstufe ein Team pro Fach. Weil wenn wir uns vorstellen, ich zeige es Ihnen vielleicht gerne nochmal, wenn wir uns vorstellen, dass wir das einfach vergleichen. Als Lehrperson, jetzt als Mathematiklehrperson, habe ich jetzt nur einen Kanal zur Verfügung, einerseits. Ich habe also nur einen Kanal, um alle Themen zu kanalisieren. Also wenn wir wirklich dann ein Jahr lang mit diesem Team arbeiten würden, dann wird es schwierig, die Informationen zu gliedern und zu gestalten. Und klar, man kann auch sehr gut suchen und filtern in Teams. Das haben wir jetzt alles nicht gezeigt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber mit Kanälen könnte ich zum Beispiel jetzt, wenn ich Mathematiklehrperson wäre, mit einem separaten Team oder wie ich das jetzt hier in diesem Team habe, wo ich sage, es ist eine Klasse und nein, hier habe ich das eigentlich gleich. Ich hätte ein Team für Mathematik und ich hätte dann für Arithmetik und für Gleichungen und für verschiedene Themen, Unterthemen, jeweils unterschiedliche Kanäle und die Dateien wären dann auch gleich in einer sauberen Dateiablagestruktur dahinter automatisch abgelegt, dann habe ich schon Vorteile davon. Für die, aber als Schüler, es gibt aber auch die Überlegung, viele sagen auch, ja, aber wir möchten auch, dass die Lehrpersonen zusammenarbeiten. Jetzt in diesem Beispiel und gerade auch in Covid-Zeiten, wenn wir auch sehr viele Primarschulen haben, die jetzt notgedrungen auch so oder auch hybrid dann in den nächsten Monaten wahrscheinlich werden arbeiten müssen, also quasi hybrid im Sinne von ein Teil online, ein Teil ist man vielleicht vor Ort, aber man weiß nicht, ob alle dann immer vor Ort sind, weil vielleicht ist ja noch ein Teil krank oder unter Quarantäne. Dann aus Schülersicht hingegen kann es natürlich schon eben auch ein Vorteil sein, dass man alles in einem Team hat. Also jetzt auf Primarschulebene würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber das bedeutet natürlich jetzt in diesem Fall, dass alle Lehrpersonen, die diese Klasse unterrichten, die müssen hier drin sein, die müssen hier abgebildet sein. Für die Lehrpersonen ist es vielleicht weniger elegant, ist es weniger offensichtlich. Auch wenn man mit der Aufgabenfunktion jetzt arbeiten soll innerhalb von einer Klasse, dann ist es ein bisschen weniger übersichtlich für die einzelnen Lehrpersonen, weil man ja alle Aufgaben hat, aber für die Schülerinnen und Schüler hingegen kann das ein Vorteil sein.
Ein weiterer Aspekt, also gerade wenn man mit dem OneNote-Kursnotizbuch arbeitet, dann hat das auch Implikationen. Jetzt sind, weil es gibt standardmäßig ein Kursnotizbuch und das ist das, was unter dem allgemeinen Kanal hier abgebildet ist. Und ohne jetzt, dass ich jetzt eingehe in die Details, aber ich, wenn man ein Team pro Klasse macht, dann bleibt eben eigentlich de facto nicht viel mehr als eben auch eine Abschnitt oder eine Abschnittsgruppe für jede Lehrperson. Und auch das bietet natürlich weniger Möglichkeiten, weniger Flexibilität, als wenn ich jetzt ein Kursnotizbuch für mich allein für Mathematik hätte, dann habe ich ganz andere Möglichkeiten, hier auch Struktur und Ordnung reinzubringen. Für gerade auch so für Gymnasien, Hochschulen und so weiter würde ich unbedingt mit einem separaten Team pro Fach arbeiten, möglicherweise sogar pro Semester, weil je nachdem kommt halt schon sehr vieles an Arbeitsblättern und so weiter zusammen, sowohl in Teams selber als auch dann im Kursnotizbuch. Mhm. Und die andere Frage, die auch ein bisschen in die Richtung geht oder ging, ist, ob man unter den, also wenn ich es richtig verstanden habe, ob man unter den einzelnen Kanälen nochmal Subkanäle bilden könnte, um die Struktur so aufzubauen, was aus meiner Sicht so nicht umsetzbar ist. Nein, das wüsste ich auch nicht. Ich meine, man könnte es eventuell mit Gestaltungselementen machen, mit Sternchen oder Leerschlägen oder so, aber das wäre dann ein individuelles Gebastel. Also eine eigentliche Struktur ist nicht. Und ich meine, es ist jetzt, ich habe jetzt hier ein Beispielteam, wo ich jetzt auch ein paar Covid-spezifische Szenarien, also mit der Gruppenarbeit, die vielleicht dann irgendwann hoffentlich wieder mal im Schulzimmer stattfinden kann, aber vielleicht in einer Übergangsphase gibt es die einen, die im Schulzimmer sind, die anderen, die vielleicht zu Hause sind oder auch diese Möglichkeit mit dem individuellen Chat, das wäre ja eigentlich normalerweise wahrscheinlich nicht in einem Team. Da habe ich jetzt schon sehr viele Kanäle. Das würde dann auch recht unübersichtlich werden, wenn ich dann 20 Kanäle habe und dann aber auch noch 6 verschiedene Teams. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal das Mikrofon noch auf oder die Runde noch auf. Gibt es jetzt noch irgendwelche, haben wir noch Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet sind? Ja, ich hätte da noch eine weiterführende Frage zur Strukturierung von den Teams. Also ich denke zum Thema vorher, ich denke, wenn man als Lehrer den Dateienaustausch einfach nutzen möchte und die Kommunikation, dann kann man das gut mit einem geteilten Team machen. Da braucht man nicht ein separates. Aber wenn man, sobald man damit unterrichtet, denke ich, macht es Sinn, wenn man ein separates Team hat. Für mich stellt sich jetzt noch die Frage, wenn man dann doch sehr, sehr viele Teams hat, wird es ja doch unübersichtlich, gerade als Administrator. Habt ihr da schon bereits irgendwie eine Best Practice, wie man das vielleicht von der Benamsung regeln könnte? Also, dass man irgendwie unterscheiden kann zwischen Schülern, Lehrern, Jahrgängen. Mhm. Habt ihr da schon etwas gehört dazu aus anderen Schulen? Also da gibt es tatsächlich auch viele Diskussionen, auch unter den Lehrpersonen, die auf Social Media aktiv sind. Und ich denke, dass es sich jetzt in normalen Zeiten, wenn man Teams quasi strukturiert einführt, sicherlich Sinn macht, dass man sich Gedanken macht zu der Namensgebung von den Teams und da auch eben zum Beispiel den offiziellen Klassennamen mit reinnimmt, den Jahrgang und so weiter. Aber ich kann es jetzt nicht generalisierend sagen. Ich würde schon aber darauf achten, dass es eindeutig ist. Dass es eben dann nicht einfach nur heißt Mathematik. Und wenn ich das Team dann nächstes Jahr noch habe, dann ist es immer noch, dann kommt ein neues Mathematik hinzu. Das ist schon richtig. Aber ja, welche Reihe soll jetzt die wichtigste ist eben, ob, also ich wahrscheinlich zuerst das Fach, damit es klar ist, dann das Jahr, dann vielleicht die Lehrperson, das wäre so ganz spontan ein Vorschlag, aber ob das jetzt gerade durchgängig das Gelbe vom Ei ist, kann ich jetzt nicht sagen. Okay, danke.
Waren noch Fragen zu der Aufgabenfunktion? Die habe ich jetzt nicht gezeigt. Eine kleine Frage zum Teams SharePoint-Webseite. Wenn man da auf SharePoint-Webseite geht, wo sind die Aufgaben zu finden? Wenn man auf die SharePoint-Webseite geht, die kann ich nie richtig finden. Also ich glaube, die sind unter den Webseiteninhalten. Jetzt muss ich das hier gerade suchen. Also Sie sehen ja auch hier, finden wir auch die Kursmaterialien. Und dann haben wir hier die Student Work, bei mir ist es jetzt hier auf Englisch. Und dann haben wir hier die Arbeitsdokumente und die Dokumente, die Sie eingereicht haben pro Schüler. Es ist halt mir hier nicht pro Aufgabe, sondern ich müsste mir, wenn ich das jetzt ansehen möchte, jetzt wirklich bei der Heidi dann die Dokumente, die sie eingereicht hat, also diese für die Aufgabe Semesterarbeit, müsste ich mir, in diesem Fall ist das ein Screenshot gewesen, muss ich mich da durcharbeiten. Aber das ist hier abgelegt, also quasi, wo waren wir bei den Webseiteninhalten schlussendlich. Und vielleicht noch für alle, was das betrifft, also was die Aufgabe bezog sich eigentlich auf die Aufgabenfunktion. Und zwar in der Aufgabenfunktion haben wir eben die Möglichkeit, ich kann das hier kurz zeigen, in dieser Testprüfung, dass wir Dokumente anfügen. Und in dieser Testprüfung, in diesem habe ich quasi ein Dokument angefügt, wo die Schüler das bearbeiten können. Also das heißt, von diesem Dokument müssen sie ihre Kopie bearbeiten. Und die wird dann eben bei dem Student Work, dort wo wir das vorhin gesehen haben, abgelegt. Und hingegen dieses Blatt ist hingegen eine Hilfestellung, die ich mitgeben. Deswegen können die Schülerinnen und Schüler das nicht bearbeiten. Und die wäre dann auch bei den anderen Materialien jetzt für diese Aufgabe, wäre die dann da noch zugefügt. Aber sie ist natürlich weniger relevant und wir müssen sie noch behalten. Und ob da verschiedene Versionen sind zum Beispiel, hat auch damit zu, ob was ich hier bei den Einstellungen habe, also ob zum Beispiel das etwas ist, was auch nach, also ob eine verspätete Abgabe, ob es quasi nur ein Fälligkeitsdatum hat, das relativ weich ist, oder ob dann wirklich auch eine Abschlusszeit ist und nach dem Zeitpunkt kann dann die Aufgabe und auch das entsprechende Dokument nicht mehr weiter bearbeitet werden. Und hier sehen wir auch noch gleich, ich kann jetzt auch für eine Aufgabe auch schon, ich kann die schon vorbereiten und sagen, für morgen um 16 Uhr soll diese Testprüfung rausgeschickt werden. Und oder sagen wir mal 15.30 Uhr, dann können Sie sich im Künstler anschauen, haben Sie 1,5 Stunden Zeit. Genau. Gehe dann auf Zeitplan und das ist jetzt zugewiesen und ist jetzt geplant für morgen und die Schülerinnen und Schüler werden das um 15.30 Uhr dann bei Ihnen sehen und dann anfangen können zu arbeiten. Sie hatten vorher beim Chat, habe ich gesehen, Sie hatten da ein OneNote-Chat irgendwie. Ich nehme an, Sie haben sich hier auf das OneNote-Kursnotizbuch bezogen. Nein, bei Chat selber. Auf der linken Seite waren Sie bei Chat und da gab es so ein spezielles OneNote. Genau da. Was ist das ganz genau? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, da habe ich nur ausprobiert, weil das ist schlussendlich eine App. Das ist nicht etwas, mit dem ich hier chatten kann. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich hatte hier mal ausprobiert, was dieses Edu Class Notebook war und dann hat sich hier ein Chat geöffnet. Aber da kam dann nichts zurück. ich habe noch eine Frage zu den Aufgaben. Ja?
Kann man Aufgaben ist nur im Allgemeinen, kann man die nicht den einzelnen Kanälen zufügen? Nein, im Moment nicht. Das soll aber kommen, sobald ich das, ja. Und also in welchem Zeitraum, wissen Sie das? Das weiß ich nicht auswendig, ob das jetzt okay. Gerade zu den demnächst angekündigten Sachen. Ich weiß auch nicht, ob schon daran gearbeitet wird. Okay, Dankeschön. In der User Voice nachsehen. Haben Sie weitere Fragen? Gut, sonst würden wir da wahrscheinlich einmal schließen. Mhm. Möchten wir bedanken für Ihre Teilnahme, für die sehr aktive Teilnahme. Ich hoffe, es war spannend und wir konnten die wichtigsten Fragen auch beantworten. Falls es weitere Fragen gibt, die jetzt noch nicht beantwortet sind, gibt es ja weitere Sprechstunden oder Sie haben am Anfang gesehen, wie wir erreichbar sind, um noch weitere Fragen zu platzieren. In dem Fall besten Dank und einen schönen Abend. Herzlichen Dank auch von meiner Seite und den Besprechungschat können Sie ja auch weiterhin noch nutzen. Wir schauen auch nach dem Meeting nochmal rein, falls Sie eine direkte Frage ans Microsoft Education Team haben. Ganz herzlichen Dank.